Oder was für ranhängen? Nervt mich, ich habe leider keine Info, wo der Dude ist. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh, hier war legit wer, ne? Lol. Ich dachte mir, ich springe einfach mal aimed um die Ecke. Da war wirklich jemand. One-Shot-Sniper wurde genervt, yes. Das ist eine feindliche Drohne die ganze Zeit, man. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr knackig, sagen wir es einfach mal so. Drei Leute denn, Mamma mia. Oh, ich sag's, es ist halt lächerlich, dass die One-Shot-Sniper nach zwei Tagen genervt wird, aber keine Ahnung, alarmiert, Ghosty funktioniert, die Death-Arrow da sind, der ganze Scheiß. Oh, Stronghold. Nice, Big Cash. Natürlich, hat auch gut Cash. Nehmen wir mit, ne? Wir werden jetzt aber schnell die Scar holen. Dann move wir direkt weiter Richtung Festung. Ich stelle durch was. Ich stehe erstmal eine Minute vom Regal wie bei Aldi. Ja, prinzipiell kann man halt einfach durchlaufen. Das sieht aber auch sexy aus, die Waffe. Also vom Prinzip her kann man halt wirklich einfach durchlaufen. So, das ist das Ding. Und alles, was du brauchst, hebt er automatisch auf. Und wenn du irgendwie noch Platz hast im Inventar und noch mehr haben willst, kannst du einen extra Stacker öffnen, indem du das dann manuell aufhebst. Aber du hast recht, seitdem er mit Max mitgespielt hat, ist er irgendwie super toxic geworden. Oder es sieht so geil aus, diese Waffe. Echt. Wann hast du immer Observatory? Also Recall hat die Waffe halt wirklich nicht, ne? Nicht so viel zumindest. Wir haben hier einen Spieler. Im Shop hinten, okay. Oder kann ich gleich mal despawnen? Ich wollte eigentlich mal checken, ob da ein bisschen Loot ist irgendwie. Yo, also was passiert hier gerade, Mann? Die Bots nehme ich halt komplett hops. Bro, und da vom hinten vom Turm werde ich halt gesniped zusätzlich. Die Bots machen so Auge, Mann. Würdest du sagen, du bist toxischer geworden, Mann, seit Samstag? Oder wie kann er das überleben? Ach, er zieht halt komplett durch. Okay, wow. Okay, wow. Bro, was? Wieso hat die Waffe gar kein Recoil? Am ersten Tag von MW2, als es rauskam, der Multiplayer, habe ich gesagt, dass die Scar Meta wird, weil ich die Multiplayer so scheiße geil fand. Na gut, auf die Range vielleicht nicht. Sniper, ne? Wichtig. Na gut, aber das hat auch eine krasse Range gewesen, Nifo. Okay, Bullet Velocity auch nicht so das Wahre. Ja, Warzone ist quasi permanentes Hardcore. Hardcore-Multiplayer. Hätte gern irgendwie ein bisschen Info, wo die Gegner sind. Da haben wir was. Das waren zwei verschiedene Autos, Bro. Ich dachte schon, wieso höre ich jetzt an beiden Seiten was? Er hat das Kampfgewehr gespielt. Bist du sicher? Nee, ich glaube, er hat Sturmgewehr gespielt. Wie ich fast doch gestorben bin, ne? Wow, die Waffe ist krass. Die macht Damage und alles. Sagen, die hat einen krassen Beam, die Waffe. Mamma mia. Wahrscheinlichkeit, dass man einen nutzt, ist schon sehr gering. Nö, eigentlich nicht. Bisher kam ich mit meinem Safe Race eigentlich immer sehr gut klar, wenn ich mehrere mitgenommen habe. Oh. Die Scar gefällt mir echt gut.
Bro, bro, what are you doing? Da ist er selbst schuld, Mann. Chillig, das wollte ich nicht. Der Typ muss so wenig Leben haben gerade. Let's go. Das Ding ist, das finde ich halt so kacke, dass man das halt einfach überlebt, ne? Dass man so einen Fall überlebt, finde ich so scheiße. Kann man sich erklären, das muss ein Bug sein, glaube ich halt auch. Das ist wirklich die bessere Pose, Bruder. Oder wie? Die Time to Kill war jetzt aber ganz schön lange, oder täusche ich mich da? Kam mir jetzt irgendwie ein bisschen suspekt vor. Gut, ist das eine Map aus Bodenkrieg. Das ist halt wieder so schnell gewesen, Bro. Halt so unlogisch alles. KD, keine Ahnung. Man weiß die Warzone KD ja nicht. Go. Mama mia. Also das ist ja eine solid Scar. Gefällt mir. Also Props hier raus und Verlaxi für den Scar-Bild. Der ist chillig zu spielen einfach. Das Ende war irgendwie... wie viel Kills? 16? Scar-Bild zeigen, das kriegen wir hin. Und zwar, wir haben den 17,5 Zoll Tundra Pro-Lauf, den Harbinger D20 Mündung, die Mündung, Phase 3 Griff, Unterlauf, 40 Schuss Magazin und das Luca... Bandera Zielfernrohr. Das Ganze ist inspired by Phalaxy. Hier machen wir nochmal das Tuning. Wir fangen mal mit dem Visier. Ganz nach rechts, ganz nach unten. Ganz nach rechts, ganz nach oben. Ganz nach oben und ganz nach rechts. Ganz nach oben, ganz nach rechts. That's it. Und dazu haben wir die Fennec, wie ihr die schon kennt von mir.